Ich melde mich heute von einer Veranstaltung, wo ich nicht sicher war, dass ich Zutritt bekommen werde. Habe mich trotzdem angemeldet, relativ schnell die Antwort bekommen. Wir danken für Ihr Interesse am FPÖ-Bundesparteitag. Wir akkreditieren ausschließlich Nachrichtenformate. Und das war natürlich eine positive Überraschung und schon bin ich hier. Österreich ist ein Nachrichtenformat, das machen wir auch. Satirisches Nachrichtenformat. Das ist eine Absage, Feinwahl. Nein, jetzt kommt's rein. Das ist jetzt die Freiheitliche Partei. Ja, ja, trotzdem. Jetzt wollt ihr auf einmal auf seriös machen, ihr lasst die FPÖ TV auch filmen. Ja, das ist ein Nachrichtenformat. Das ist ein Nachrichtenformat. Vorher ist kein Zutritt. Vorher ist kein Zutritt? Ja. Wir dürfen da nicht hinein. Wissen Sie, was da los ist? Nein. Die Freiheitliche Partei nimmt es mit der Pressefreiheit nicht so genau. Warum? Eva, Kim. Ach so, was? Können Sie mich mit einnehmen vielleicht? Na? Wir dürfen nicht drehen drinnen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, das gibt's nicht, oder? Ich persönlich lasse sie schon rein. Also. Ja. Wofür habt ihr denn Angst, wenn wir da drehen drinnen? Dass wir lustiger sind als ihr, oder wie? Ich komme da nicht rein. Ja, ich bin so, ange... Jetzt sind sie nicht so schier. Ich glaube, sie sind einer mit Schmäh in der FPÖ. Ja, aber ja. Nicht am Samstag, am Vormittag. Bier habe ich auch noch ganz getrunken. Ach so, den Presseausweis habe ich hier. Hm? Mit dem Presseausweis geht's auch nicht? Das ist ein gültiger Presseausweis. Keine Presse. Was? Keine Presse. Grüß Gott schön. Nein, es ist auch nicht schlecht, Herr Kleiner, aber lustiger als die FPÖ. Das geht so geschwind nicht, oder? Geht ja. Sich leider nicht aus. Herr Hofer, es ist sehr, sehr schade, dass Sie nicht mehr das Kommando haben in der FPÖ. Nein, ich finde das gut, wenn man nicht dauernd das Kommando haben muss. Ich bin ja verheiratet, das kennt ihr ja. Aha, ja, dass Sie das, haben Sie das Kommando verloren zu Hause? Schon lange, mit der Hochzeit. Okay. Was man nicht alles macht für Wählerstimmen. Ne? Sie machen Satire. Das ist richtig. Ich habe das immer für ernst genommen, was Sie bis jetzt gebracht haben. Ah, okay. Nein, das, ist das, das unterscheidet uns beide, weil ich habe immer gewusst, dass Sie Satire machen. Ne? Wie alt war denn der Herr Kickl, wie er seinen Humor verloren hat? Er hat keinen Humor verloren. Also ich kenne ihn auch sehr lustig natürlich. Also wenn Sie, Sie lachen ihn ganz gerne aus, stimmt das? Ja, ich lache ihn gerne an. Wie bitte? Hausverbot. Hausverbot? Ja. Wirklich wahr? Wieso seid ihr denn so streng? Ist uns gesagt worden, dass wir es machen sollen. Ihr seid lustig. Ich kann euch nur vorlesen, was die FPÖ schreibt. Wer uns ausgrenzt, ist nicht nur undemokratisch, sondern ein erbärmlicher Schwächling. Wer fürchtet sich denn so? Wer fürchtet sich? Wo hilft denn das? Seht ihr wahr? Ja, probieren wir es. Er nimmt mich mit. Dann bleibst du da. Ja, Dankeschön. Entschuldigen Sie bitte. Könnten Sie mir vielleicht Ihre Uniform borgen, Ihre Blasmusik? Jetzt versuche nämlich reinzukommen, aber es gelingt mir nicht. Also kurz spielen. Achso, ja. Das muss man schon sagen, die FPÖ ist die einzige Partei, auf der ich nicht auf den Bundesparteitag darf. Ich war bei allen anderen schon. Aber Sie sind ja mittendrin schon. Es ist ja viel amüsanter heraus. Ja, drinnen, das kennen Sie ja eh schon. Nein, das ist ja, nein, läuft ja alle, nein, dann nein, auch so, alles nach Regie. Ah, okay. Ja. Sie nimmt mich mit. Die Frau Swatzig. Wie habe ich gesagt? Hausverbot. Dabei bin ich ja Österreicher. Abschieben, wegsperren. Das ist die FPÖ. Ja, konsequenterweise. Haben Sie schon eine anonyme Anzeige bekommen heute? Nein, warum? Also nicht, das ist Mode in der FPÖ, habe ich gelesen. Nein, die habt ihr keine gekriegt. Herr Kickl? Ah, ja, ja. Herr Kickl, hätten Sie nicht Größe zeigen können, indem Sie uns einfach zulassen? Aha, schon, schieben Sie mich da rein, sind so lieb. Herr Kickl. Wissen Sie, dass ich die eigenen Sachen durch. Wer uns ausgrenzt, ist nicht nur undemokratisch, sondern ein erbärmlicher Schwächling. Was? Wie? Ja, darf ich doch hinein? Das ist sehr, sehr nett. Fein, danke. Na dann bis gleich. Danke. Der Herr Kickl hat mich gerade angerufen, ich darf hinein. Ja, sicher. Was? Sicher. Na, hören Sie, also jetzt hat er aufgekriegt. Oh je, das ist ja. Ist das in Ordnung? Ach so,
Wenn ich jetzt reinlaufen würde, was würden Sie machen? Das geht einfach nicht. Wie? Das schaue ich mir an. Das schauen Sie sich an? Nee. Nee, wie gescheit. Wo Humor haben Sie, muss ich Ihnen lassen. Danke. Sie nichts. Das war's hier vom 34. ordentlichen Bundesparteitag der Freiheitlichen Partei Österreichs. Eine ordentliche Enttäuschung. Freiheit für die Pressefreiheit.